Willkommen zurück zu einem neuen Video. Flo hier und heute wird es extrem spannend. Du kannst einmal ein bisschen hinter die Kulissen auch schauen, wie sieht so ein Tag bei mir persönlich gesehen auch aus. Ein bisschen Einblick hinter die Kulissen für dich. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal direkt los. Let's go! Kurz, der Florian kommt. Ich lege auf, ich rufe dich später wieder an, ja? Mach's gut, ciao, ciao. Hey Flo, was geht? Bro. Alles klar? Ja. Und gutes Wochenende gehabt? Ja, bei mir auf jeden Fall. Ja? Bin schön entspannt auf jeden Fall. Sehr schön. Eine Radtour gemacht, die ist geil. Das. Cool. Und bei dir auch? Ja, gutes Wetter ja auch hier in Deutschland. Vor 3 Wochen, beziehungsweise 2 Wochen war ich ja nochmal in Mykonos gewesen. Aber jetzt auch erstmal wieder da und jetzt wieder voll durchballern. Schön motiviert, Montag wieder drinne, Vertriebsteam ist da, läuft. Ja, und hier vorne in dem Büro sitzen auch die ganzen Erfolgsmanager. Da vorne die Jennifer, der Platz, der ist gerade leer, weil sie gerade im Urlaub ist. Bei uns ist es immer so, dass wir im Sommer den ganzen Urlaub grundlegend auch immer abbauen, ja, weil das auch ganz normal ist, auch am Finanzmarkt, ja, dass ein altbekanntes Sommerloch einfach da ist, genauso wie auch von Mitte Dezember bis Mitte Januar. Da ist es extrem ruhig, auch an den Finanzmärkten. Ja, genauso ruhig ist es dann auch eher bei uns. Deswegen haben noch einige hier aktuell noch Urlaub. Nein, die kommen alle dann nächste Woche dann auch wieder. Na, da starten wir auch nochmal mit einem kleinen Fest auch einmal rein. Das wirst du auch nochmal im extra Video auch einmal noch sehen. Aber ich würde sagen, komm, wir gehen jetzt mal in mein Büro rein und wir starten direkt mal in den Live-Call rein mit der Community. Festgestellt gehabt im direkt am Anfang, okay, so 30 Sekunden Trades. Ziel ist natürlich, den ersten Monat leider 8% zu machen, den zweiten Monat 5%. Aber wenn du das beides geschafft hast, dann kannst du dir selber die Prozente aussuchen. Ne? Und dann kannst du ja das Game easy going runterspielen, machst 1-2% im Monat. Dass du es auf jeden Fall Schritt für Schritt halt auch lernen kannst. Ja, und da fangen wir erstmal halt auch an, auch dieses Verständnis halt auch aufzubauen, weil zum Beispiel mit 100 Dollar, ne, mit denen du anfängst, kannst du ja trotzdem, also du hast ja gerade eben selber gesagt, du möchtest ganz gerne auch sechsstellig gehen. Das ist jetzt nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ne? Du brauchst nur 500 Dollar. Also das Klima hier in der Firma, muss ich sagen, ist einfach nur super familiär, weil man hat so viele verschiedene Charaktere in diesen jeweiligen Bereichen. Jeder ist irgendwo anders, jeder hat sich spezialisiert, aber das Tolle ist, am Ende des Tages kommen halt alle miteinander zusammen und ja, wir können lachen, wir können Späße haben, wir können uns einfach nur immer wieder austauschen, was ist bei dem anderen so passiert. Und man denkt sich einfach, hey, spannend, cool. Und man merkt aber auch bei jedem Einzelnen immer wieder, der sich weiterentwickelt in seinen einzelnen Bereichen. Jeder wird besser von Tag zu Tag für Tag. Ja. Der Christoph und der Daniel, sein Bruder, der heute leider nicht da ist. Ja, genau, das sind unsere Analysten und auch unsere Trader. Ja, die DMT-Strategie unseren Schülern halt auch beibringt und das ist wirklich geisteskrank und wenn man halt hier auch so ein bisschen mal so reinsneakt, ja, dann kann man vielleicht auch schon mal so da so sehen, ja, da sind sehr, sehr viele Linien, sieht am Anfang vielleicht etwas kompliziert aus, ja, aber wenn man einmal die Strategie halt durch so ein Videotraining auch einmal durchlebt hat, dann ist das Ganze auch eher sehr, sehr einfach, ja, und man weiß dann einfach, wofür diese ganzen Linien auch einmal sind. Oder was würdest du so sagen, Christoph? Wie viel Zeit bräuchte man, um das Ganze zu lernen erstmal? Alles lernen, die komplette Strategie, oder? Ja. Ja, also ich würde schon sagen, einen Monat muss man sich schon Zeit nehmen dafür. Ja, einen Monat, ne? Dann ist man auch drin, ja.
wenn man so überlegt, so andere Menschen machen ja so eine Ausbildung, die geht 3 Jahre, dann ist das ja eigentlich so mit einem Monat eigentlich relativ entspannt, oder? Eigentlich schon, also man muss auch täglich was machen dafür, einen Monat gesehen, ne? Ist nicht so kurz mal einen Tag in der Woche, dann kriegst du es wahrscheinlich nicht hin. Aber wenn du jeden Tag eine Stunde investierst, hast du es einen Monat drin. Für den einen oder anderen, den es jetzt ja auch mal so interessiert, was ja auch immer ganz wichtig ist, so im Trading. Ja, ich habe jetzt gerade einen Einstieg halt auch gefunden. Ja, wir sind jetzt hier so in so einer schönen Aufwärtsbewegung drin. Ich gehe jetzt halt mit der Bewegung auch einmal rauf, wie du hier halt auch so siehst. Das hier war mein Einstieg. Hier ist mein Stop. Da siehst du hier auch auf der rechten Seite, dass das live auch einmal ist. Ne? Und ich könnte den Trade jetzt schon schließen. Das sind jetzt $180 plus gerade. Ja, das ist auch noch ganz wichtig. Aber ich will da noch gar nicht schließen. Ja, wir sind jetzt gerade live, du siehst es, es bewegt sich auch die ganze Zeit. Im besten Falle gehen wir jetzt halt hier weiter rauf, ja, und ich ziehe den Trade weiter im Plus. Ja, und dann sind es vielleicht am Ende auch über $1000 Gewinn, was schon mal sehr, sehr cool ist. Ja, und das war jetzt einfach mal auch ein schneller Skype-Trade. Ich könnte jetzt schon schließen, das wäre auch in Ordnung. Aber wir sind gerade in einer schönen Aufwärtsbewegung. Deswegen lasse ich den gerade nur noch drin. Aber wir haben schön reingetroffen auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir nur noch 130 im Plus, weil er ein bisschen runter geht. Aber Geduld ist wichtig und wir müssen einfach nur gerade abwarten. Yes, kleines Zwischenfazit jetzt einmal von der Trading Session. Ja, wir haben jetzt 15.49 Uhr und wir haben ja 15.30 Uhr angefangen. Das heißt, wir haben 19 Minuten getradet. Und jetzt haben wir schon ein klares Ergebnis. Und ja, das können wir wahrscheinlich auch mal kurz einfach nur einblenden. Und ja, wichtig ist, der allererste Trade, ja, minus $200. Der zweite Trade, minus $100. Das heißt, ich habe erstmal angefangen mit zwei fetten Ablehnungen und erstmal mit einem Verlust. Andere Menschen würden jetzt sagen, oh, funktioniert mein System überhaupt? Oh, verdammt, ich glaube, ich muss meine Strategie ändern. Ich habe meine Strategie nicht geändert und genau deswegen, ja, ist dann der dritte Trade auch plus $225 gewesen. Ja, der vierte Trade, beziehungsweise das war dann auch der letzte Trade, ich habe nur 4 Trades geöffnet, habe ich dann Teilgewinne mitgenommen von einmal $460 und einmal direkt von $285. Und der letzte Trade läuft dann jetzt auch immer noch. Ja, aber damit kann nichts mehr passieren, den kann ich komplett laufen lassen, weil ich so viele Gewinne schon mitgenommen habe, dass meine Verluste ausgeglichen sind. Ja, ich habe da ein paar $100 plus gemacht und das innerhalb von nur den 19 Minuten. Ja, das muss gar nicht hier irgendwie 3 Stunden oder so, muss ich nicht vor den Charts hängen und hocken. Ja, ich gehe lieber halt da rein, wie du es bei mir auch hier im Hintergrund siehst. Ja, dann, wenn Volumen auch reinkommt in die Märkte und dann kann ich auch einfach lostraden, das ist nichts Kompliziertes. Ja, du brauchst einfach nur ein klares System und ein klares Regelwerk und dann musst du auch wissen, wann du auch einfach stoppen musst, weil für mich ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, weil ich habe jetzt gleich, du hast gerade gehört, ja, gleich direkt das nächste Meeting, ja, und dann um 18 Uhr auch nochmal direkt, ja, und so kann auch ein Montag bei mir einfach aussehen, so eine kleine Trading-Session, ja, kann man immer irgendwo zwischenpacken, ja, kurz davor ja nochmal so eine Instagram-Story auch gemacht, ja, keep it simple, nichts Kompliziertes, das ist wichtig, das ist auch mein persönliches Motto. Ja, jetzt hast du schon mal ein paar Einblicke hinter die Kulissen auch bekommen, wie so ein Tag auch bei mir persönlich gesehen auch aussieht. Ja, du hast mich einmal begleitet von dem Community Call bis hin, ja, zur kleinen Trading Session, die ja auch relativ kurz und knackig auch einmal war. Und wenn du jetzt selber auch einmal so an dem Punkt halt auch bist und selber überlegst, hey, ist das Trading überhaupt für mich? Wäre das das Richtige? Kriege ich das in meinem Alltag überhaupt integriert? Dafür haben wir einmal unser kostenloses Erstgespräch, was du hier unter diesem Video dir auch einmal sichern kannst und buchen kannst, wo wir dann einmal ganz genau und gemeinsam herausfinden können, wie wir dir am besten und optimalsten auch weiterhelfen können. Genauso machen wir das auch mit unseren ganzen Teilnehmern, ja, die wir auch am Wochenende jetzt gerade wieder auch betreuen, weil wir da nochmal ein Offline-Event auch haben, wo die Teilnehmer mir persönlich gesehen über die Schultern schauen können. Ja, genauso wie ich auch über die Schulter von den Teilnehmern auch einmal schauen kann und genau
sagen kann, ja, was sie weglassen sollen, was sie hinzufügen sollen, dass wir da richtig eins zu eins zusammenarbeiten und das Bestmögliche bei jedem Einzelnen auch rausholen. Wie gesagt, wenn das interessant ist, wenn du selber daran auch überlegst, dann sicher dir dein Erstgespräch und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Mach's gut, ciao, ciao, dein Flo.